Demokratische Staaten, die besseren Umwelt- und Klimaschützer? Wissenschaftler messen, wie gut einzelne Länder beim Umwelt- und Klimaschutz abschneiden. Zum Beispiel mit dem Environmental Performance Index und dem Klimaschutzindex. Auch für die Qualität der Demokratie, etwa Bürgerrechte und Funktionstüchtigkeit der Regierung, gibt es ein Ranking, den Demokratieindex. Vergleichen wir beides mal miteinander. Der Environmental Performance Index bewertet unter anderem die Luft- und Wasserqualität im Land, Klimawandelfaktoren wie CO2-Ausstoß und Artenvielfalt. Auf Platz 1 im Umweltranking 2020 Dänemark, gefolgt von Luxemburg und der Schweiz. Die skandinavischen Länder Finnland, Schweden und Norwegen auf Platz 7 bis 9, Deutschland auf Platz 10. Europäische Staaten führen diese Liste an, allesamt Demokratien. Die USA erst auf Platz 24. Eigentlich auch eine Demokratie, allerdings laut Demokratieindex 2019 eine unvollständige Demokratie. Schwachpunkte der USA unter anderem die Funktionstüchtigkeit der Regierung und die politische Kultur. Russland auf Platz 58. Laut Demokratieindex ein autoritäres Regime, wie auch China. Auf Platz 120. Je demokratischer, desto besser der Umweltschutz. Im Großen und Ganzen bestätigen die Zahlen das. Und wie sieht das beim Klimaschutzindex aus? Hier besonders im Blick Treibhausgasemissionen, erneuerbare Energien, Energieverbrauch und Klimapolitik des Landes. An der Spitze wieder die skandinavischen Länder. Schweden führt, gefolgt von Dänemark. Beide punkten vor allem in den Kategorien erneuerbare Energien und Klimapolitik. Dann aber folgt Marokko. Laut Demokratieindex ein sogenannter Hybridstaat, also zwischen Demokratie und autoritärem Regime. Marokko setzt massiv auf erneuerbare Energien. Damit schnellt das Land in diesem Ranking nach oben, obwohl es beim Environmental Performance Index nur auf Platz 100 liegt. Deutschland erst auf Platz 23. Gründe dafür unter anderem: Emissionen und Energieverbrauch pro Kopf sind hoch. Fachleute bemängeln auch, dass im Verkehrssektor zu wenig für Klima und Umwelt getan wird. Schlusslicht beim Klimaschutzindex 2020 hinter Taiwan und Saudi-Arabien, die USA. Fazit: Demokratie ist zwar keine Garantie, aber eine gute Basis für nachhaltigen Umwelt- und Klimaschutz. Denn internationale Verträge und Abstimmung mit Verbänden und Organisationen bedeuten zwar oft ein zähes Ringen, aber genau das ist ein wichtiges Merkmal der Demokratie. Meinungsvielfalt und Abstimmungsprozesse.